guten Tag. Herr, zünde das Feuer an. Fang bei mir an. Erfasst das ganze Land. Das war in diesem Lied zu hören. Und mein Thema ist heute, arbeite mit Gott zusammen. Hand in Hand mit Gott. Einfach Teamwork. Wir Mensch und Gott, wir arbeiten zusammen. Wir sind erst erfolgreich, wenn wir zusammenarbeiten. Wenn wir Kollegen haben, Freunde haben, Partner haben, die, mit denen wir einfach Hand in Hand das Werk tun und das Werk treiben. Gemeinsam sind wir stark. Mein Thema also, arbeite mit Gott zusammen. Der Mensch braucht eine Gehilfin oder Gehilfen. Also, das hat Gott schon gemerkt im Paradies, dass der Mensch nicht vollkommen ist, allein auf eigene Füße gestellt, so einsamer Wolf, einsamer Kämpfer irgendwo auf der weiten Flur. Der Mensch ist nur ein halber Mensch, wenn er allein ist. Deshalb ist es nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Kinder brauchen Eltern, Eltern brauchen nachher die Kinder. So, wir brauchen einander, wir ergänzen einander. Wir können ohne den anderen nicht leben, Generation für Generation. So, die Familie ist die kleinste Einheit. Oder die kleinste Firma auch, die es überhaupt gibt. Eigentlich der Körper ist die kleinste Zelle. Und im Körper arbeiten die Organe fantastisch zusammen. Da ergänzt sich ein Organ nicht mit dem anderen. Und wie, wenn ein Organ ausfällt, dann gibt es Katastrophe. Und deshalb, jeder einzelne Mensch ist wichtig in der Gesellschaft, in der Gemeinde oder in der Familie. Da kommt es auf jeden an. Wenn der eine versagt, dann merkst du, was fehlt. So, alle Glieder sind voneinander abhängig im Körper oder in der Gesellschaft oder in der Gemeinde, wo auch immer ist. Und wenn das nicht funktioniert, versagt der ganze Organismus. Wir sind abhängig auch von der Natur. Arbeite mit Gott zusammen. Da möchte ich gleich anfangen. Arbeite mit der Natur zusammen. Arbeite mit der Zeit zusammen. Gott hat die Zeit geschaffen. Und wir sollen die Zeit auskaufen, sagt uns die Bibel. Ja, wir sollten mit der Sonne zusammenarbeiten. So wie die Vögel. Ich habe ein Eichhörnchen bei mir im Haus, die wohnt daneben und die kommt immer 5.45 Uhr, da kann ich den Wecker stellen. Kommt, läuft vorbei, putzt sich und dann geht sie zur Arbeit. So, die Tiere leben mit der Natur. Die gucken nicht nach der Zeitumstellung, Sommerzeit, Winterzeit. Die haben ihre eigene Zeit. Nur nebenbei. So, das Klima wird von der Sonne bestimmt und gemacht, nicht von den Menschen, CO2-Abgaben oder was weiß ich. Wir können das Klima nicht verändern. Das sind nur Doofe, die das glauben und die könnten den lieben Gott spielen. Ja, die Sonne bestimmt es. Es ist überirdisch, es ist kosmisch, kommt aus dem Jenseits. Diese ganzen Regulationen des Klimas aus dem unsichtbaren Bereich, also da hängt so viel zusammen. Wenn die Natur versagt, wenn der Kosmos versagt, versagt auch der Mensch. So, wir werden gesteuert von unserem Unterbewusstsein, also der Mensch, das Bewusstsein und das Unterbewusstsein, arbeiten mit Gott zusammen. Da ist so viel, was ich hier sagen könnte. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen, nicht nur über das Grab, nicht nur, wenn jemand tot, sondern auch hier. Wir sind abhängig von der Stimmung, vom Wetter, von dem Gefühl, was wir haben, von dem Bewusstsein. Das Innere und das Äußere gehört zusammen. Arbeite mit Gott zusammen, mit dem Inneren und dem Äußeren. Du bist der äußere Teil und Gott ist der innere Teil, mit Geist und Leben, was auch immer ist. So stark wie der Innendienst ist, so stark ist auch der Außendienst. So stark ist auch der Außendienst, so stark wie der Innendienst ist. Denk darüber nach. Also wenn du eine Firma hast, schau auf deinen Innendienst. Es ist wichtiger als der Außendienst. Wenn der Mann zum Beispiel in der Familie versagt, versagt die ganze Familie. Oder wenn die Frau versagt, wenn die Kinder versagen, da ist Chaos da, dann versagt die Ehe. So, die Idee, die Ideale Gottes müssen also zusammenwirken. In dieser Welt ist alles zusammengesetzt, Stück für Stück wie ein Puzzle. Da hängt eins vom anderen ab, müssen verwirklicht werden, müssen realisiert werden. Wir sollen zum Beispiel heilig sein, so wie Gott heilig ist. Nur nebenbei. Sein Wille muss in dieser Welt geschehen und ich bin verantwortlich, dass in dieser Welt der Wille Gottes geschieht, nicht der liebe Gott. Der liebe Gott hat uns seinen Willen offenbart und hat gezeigt, was er will, was er kann, was er soll und was gewünscht wird und wir müssen das umsetzen. Unser Leben wird vom Geist bestimmt, zum Beispiel ja, der Körper und das Fleisch ist nicht, was regiert, sondern der Geist regiert den Körper. Und wenn der Geist versagt, dieser Innendienst, dann versagt der Mensch. Also auch die ganze Krankheit. In der Bibel steht es, dir soll es so gehen, wie es deiner Seele geht. Geht es deiner Seele gut, diesem Innendienst, so geht es dem ganzen Kerl gut. Das, was du befürchtest, das trifft ein. Was du glaubst,
und erwartest und so weiter, das bekommst du auch. Deshalb ist es so wichtig, dass wir den Innendienst und den Außendienst sehr gut beachten und ja, hier gut zusammenarbeiten. Wenn du mit Gott nicht zusammenarbeitest, da kommst du in eine Teufelsküche. Das ist nicht der Teufel schuld, sondern deine Nachlässigkeit. Dass man getrennt ist und es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Der Mensch muss jemand haben an seiner Seite, mit dem er zusammenarbeitet, entweder ein Menschen oder ein Geist, ein Gott, was auch immer sein mag. Deine Vermutungen werden Realitäten, was du befürchtest. Deine Vermutungen, deine Fantasien, deine Spekulationen, sie werden Wirklichkeiten. Das, was du fantasierst, was du denkst, was du planst, was du überlegst. So, mit welchen Realitäten, Wirklichkeiten, Kräften, Mächten oder Partnern arbeiten wir zusammen? Das ist die Frage, der ich nachgehen möchte. Wer bestimmt dich oder mich oder uns Menschen? Auf wem höre ich? Wem gehöre ich? Und wen kann ich fragen? In der Bibel heißt es ist, wenn einer einen Weg geht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein seinen Weg geht. Wenn einer fällt, er soll einen Partner nehmen, der ihn aufrichtet. Wenn der andere fällt, dann richtet der andere ihn auf. So, wir richten uns gegenseitig auf. Wir brauchen einander als Menschen. So, in jedem Menschen ist Gott drin enthalten, nur nebenbei. So, welchen Gesetzen, Prinzipien, Regeln, Bestimmungen folgen wir? Arbeite mit Gott zusammen. Sehr wichtig, sehr wichtig. Welche Methode, welche Techniken, welche Voraussetzungen wenden wir an? Welche Mittel setzen wir ein? Mit wem arbeiten wir zusammen? Gott ist ein unsichtbarer Gott. Wie das Unterbewusstsein, wie die Seele, wie der Geist, das sehen wir nicht. Aber wie müssen wir mit diesen Dingen zusammenarbeiten, mit dem Unsichtbaren zusammenarbeiten? Als wenn wir sehen würden, und das ist Glaube, nach deinem Glauben wird es geschehen. So, mit, wie du kommunizierst mit der unsichtbaren Welt. Mit wem arbeitest du zusammen? Mit wem machst du eine gemeinsame Sache? Wessen Stimme hörst du, verstehst du und setzt um? Und das bist du. Wessen Stimme du umsetzt und so weiter. Für wen setzt du dich ein? Ja, für wen arbeiten wir? Wir müssen uns auch überlegen. Mein Thema ist ja, arbeite mit Gott zusammen. Mit wem arbeite ich zusammen? Wem diene ich? Man muss wissen, man engagiert sich, aber man muss wissen, für was oder für wen man sich engagiert. Für höheres Stehendes oder niedrigeres, tieferes und so weiter. Wir arbeiten wir mit Gott zusammen. Gut, dass du fragst. Glaube kommt aus der Predigt, steht in der Bibel einmal. Ein Christ braucht Motivation. Sag nicht, also ich weiß alles, ich kann alles, ich verstehe alles. Nein, du brauchst zum Beispiel mich, dass ich predige, dass ich das Wort Gottes verkündige, dass ich dich motiviere, meine Erfahrungen weitergebe. Jeder Mensch macht Erfahrungen, deshalb die Erfahrung, nicht nur das Wissen allein, die Erfahrung, das ist die Weisheit, macht einen klug. Und deshalb, wir geben von der Bibel her Weisheiten weiter. In jedem Beruf braucht man eine Ausbildung, eine gute Ausbildung. Und je besser die Ausbildung ist und je besser die Lehrstelle war, desto qualifizierter ist nachher dein Leben, dein Dienst, was du nachher tust. Also die Ausbildung ist so wichtig. Der Glaube ist so wichtig, dass du richtig auf das Leben vorbereitet bist. So viele Menschen gehen ins Leben hinaus und sind nicht richtig vorbereitet. So wie ein Vogel aus dem Nest geworfen wird. Wir sind bestimmt, und das ist jetzt, wir arbeiten mit Gott zusammen, wir sind bestimmt, um zu regieren. Nicht nur zu reagieren, sondern zu regieren. Und dazu braucht man eine gute, qualifizierte Ausbildung, um regieren zu können. Ein Beamter, da muss man eine Jahre lang studieren und so weiter. Man braucht ein fundiertes Grundwissen. Wie regiert man? Wie arbeite ich mit Gott zusammen? Ja, es ist so wichtig, dass du weißt, wie man mit Gott zusammenarbeitet. Wir brauchen ein starkes Gottesbewusstsein zuerst einmal. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Wir müssen genau klar umrissene Vorstellungen haben von dem, was Gott ist, was Gott will. Ich habe am Sonntag darüber gesprochen, über den Heiligen Geist. Du musst wissen, was ist der Heilige Geist? Wie leitet mich der Heilige Geist? Wie gehe ich mit dem Heiligen Geist um? Viele Menschen sind verängstigt, sie wollen keinen Fehler machen, ich möchte keine Sünde wieder in den Heiligen Geist begehen. Du kannst es nicht. Wenn du vernünftig lebst und so weiter, du wirst dich vom Heiligen Geist führen lassen. In der Bibel heißt es, dämpft nicht den Heiligen Geist. Das ist noch lange keine Sünde gegen den Heiligen Geist, wenn ich sage, nee, also heute will ich nicht. Die Bibel sagt, der Geist ist den Propheten untertan. Also mir ist der Heilige Geist untertan in aller Liebe. Wenn ich nicht weissagen will, weissage ich nicht, predige ich nicht, bleibe ich zu Hause im Bett. Nur zur Information. Hört die Predigt vom Sonntag an. Was ist der Heilige Geist? Gott Vater ist der Schöpfer. Gott Sohn, Jesus Christus, ist der Erlöser. Und der Heilige Geist ist, der uns Gaben gibt, der uns Talente gibt, der uns Kraft vermittelt und was weiß ich. Wer Gott dienen will, der kann kein freier Vogel sein.
So viele Menschen wollen frei sein da. Wir sind zu Freiheit berufen. Weißt du, wenn du Gott dienen willst, du kannst nicht machen, was du willst. Du musst in Schranken laufen, in Regeln dich bewegen, nach mit einer Methode, nach irgendwelchen Normen und so weiter dich bewegen. Freie Geister, hör mir gut zu. Du kannst böse sein auf mich, wie du willst. Freie Geister sind Dämonen. Die Dämonen haben ihre Behausung verlassen. Die machen, was sie wollen. Und deshalb hat der Herr den Luzifer und seinen ganzen Anhang auf diese Erde geworfen. Wer Gott dienen will, der muss ganz klare Glaubensüberzeugungen haben. Ich weiß, ich will, ich kann, ich werde. Nur nebenbei. Hiob war überzeugt, mein Erlöser lebt und Frau, ich werde Gott nicht absagen, ich werde Gott dienen. Er muss wissen, wer ist Gott, was gut ist und was schlecht ist. Und Hiob weiß es. Ich fürchte Gott, ich diene Gott, ich höre auf Gott, Gottes Stimme und ich werde nicht nachlassen, Gott nachzufolgen. So, aufpassen, nicht alles, was gut klingt, ist göttlich, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Arbeiten mit Gott zusammen, das heißt für mich persönlich mit dem Schöpfer, mit der Schöpfung zusammenarbeiten. Mit meinem Körper zusammenarbeiten, auf meinen Körper hören. Viele Leute sind krank, weil sie nicht auf den Körper hören. Die Krankheit ist nichts anderes als die Sprache des Körpers. Hör auf den Körper, was er sagt. Wenn der Magen knurrt, wenn es dir auf den Magen haut oder wenn der Kopf dir brummt oder was weiß ich, die Glieder nicht mehr mitmachen und die boykottieren, da ist irgendwas faul an der ganzen Geschichte. Deshalb musst du fragen, was ist mit mir los? Geh der Sache nach. Gott ist schöpferisch und wir sollen auch schöpferisch sein. Ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Und ich gehe jetzt hier weiter mit der Verwandlung und um meine Bibelstelle. Gott ist schöpferisch und du sollst auch schöpferisch sein, kreativ sein. Und das kannst du erst, wenn du zur Ruhe gekommen bist. Du kannst kreativ erst dann sein, wenn du zur Ruhe gekommen bist. Wenn du dich entspannst, wenn du inneren Frieden hast, was auch immer ist. Es reicht nicht aus, ich gehe einfach meinen Weg. Nein, du musst wissen, welchen Weg gehe ich. Es sind alle Wege richtig, alle Wege führen nach Rom, aber welchen Weg werde ich hier gehen? Ich muss Gott suchen, das ist schöpferisch arbeiten. Gott, was würdest du machen? Wie würdest du hier machen? Jesus, was würdest du machen in dieser oder jener Situation, im Umgang mit meinen Mitmenschen, mit meinen Kollegen, mit meinen Freunden, mit meinen Nachbarn? Was würdest du tun? Heiliger Geist, wie würdest du mich leiten? So, Gott muss mich erleuchten. Zuerst einmal muss ich wissen, was ist der Wille Gottes, was sind seine Prinzipien? Und Gott hat Prinzipien. Auf die gibt er nicht auf. In meinem Inneren ist nichts los und so weiter. Wenn das der Fall ist, dann ist Leere und Finsternis in mir. Das heißt, du musst dich entleeren, was die ganzen Esoteriker, Hindus und Buddhisten sagen, entleere. Nein, wir müssen voll Heiligen Geistes werden. Voll der Kraft Gottes, voller Lob, voller Dank, voller Herrlichkeit, ja. Und erst dann, durch die Anbetung Gottes, werde ich erleuchtet, belebt, erfüllt. Dann kann ich was tun, dann bin ich leistungsfähig. Es ist so wichtig, dass wir erfüllt sind mit Gott. Und dass wir nicht auf diese blöden hinduistischen und Nuish-Gedanken uns darauf verlassen. Verstehst du, wir müssen voll werden, nicht leer. Dann werden wir manipuliert von Hinz und Kunz und Müller und Meier. Erst wenn wir voll vom Heiligen Geist und von Gott erfüllt sind, habe ich Selbstvertrauen. Vorher bin ich nur eine klingende Blechbüchse oder eine leere Schachtel. Ja, erst wenn ich von Gott erfüllt bin, von seinem Geist, habe ich Selbstachtung. Ich weiß, ich bin wer. Ich bin nicht nobody, sondern ich bin von Gott gewollt. Ich bin von Gott gerufen, ich bin von Gott berufen und gesandt und so weiter. Und von Gott qualifiziert werde ich Stück für Stück. Das ist diese Ausbildung. Wer Gott mit Gott zusammenarbeiten will, der muss erstmal qualifiziert werden. Voll Heiligen Geistes. Wenn ich Gott wirklich erlebe und Gott wirklich verwirkliche, dann muss ich ein Ziel haben in meinem Leben. Ich will Gott dir dienen. Ich will deinen Willen verwirklichen. Ich will zu deinem Wohlgefallen da sein, zu deinem Lob, zu deiner Herrlichkeit, zu deinem Preis. Das ist, wie ich mit Gott zusammenarbeite. Ich bin eigentlich ein schöner Vogel. Weiter nichts. Ich will Gott verherrlichen, zwitscher schon wie deine Nachtigall. Morgens in aller Früh lobe Gott und preise ihn. Wenn ich Jesus nachfolge, Gott diene, dann verleugne ich mich selbst. Also das ist hart. Das passt nicht in diese New Age Theorie und Theologie. Das passt nicht in der Esoterik, dass ich verwirkliche mich. Nein, Gott verwirklicht sich durch mich. Er tut seine Arbeit durch mich, ihr Lieben. Ich diene Gott, wenn ich mich selbst verleugne.
Und das ist biblisch. Das darf, bei vielen Leuten kannst du gar nicht sagen, Selbstverleugnung. Die meisten wissen gar nicht, was Selbstverleugnung ist. Ja, mach du, Herr. Du bist dran. Ich bin nur dein Diener, ich bin nur dein Werkzeug, ich bin nur dein Mitarbeiter. Wir sind Gottes Mitarbeiter, eingestellt von Gott gerufen, von Gott bestellt. Wahre Erfüllung liegt nicht in der Selbstverehrung, ja, ich will groß rauskommen, ein Superstar werden, ja, sondern meine wahre Verwirklichung liegt in der Selbstverleugnung, Geschwister. Das ist ein Kunststück, das wollen die meisten nicht hören. Ich will groß rauskommen, verstehst du, und dann stehen wir da irgendwo. Ich diene Gott, weißt du wann? Wenn ich gekreuzigt werde, wenn ich sterbe, dann werde ich erst verwirklicht. Nur das, was stirbt, kann auch auferstehen. Nur das, was da stirbt. Ich diene Gott, wenn ich der Sünde absage. Wo diene ich Gott? Nicht, dass ich missioniere und die Welt bekehre. Nein, zuerst einmal muss ich mich selbst bekehren und umkehren und in eine andere Richtung gehen. Ich diene Gott, wenn ich der Sünde absage, mit der Sünde breche. Das kannst du. Nicht, das macht nicht der Heiland, in aller Liebe. Der Heiland macht nichts für dich, was du machen könntest. Er macht nur das, was du nicht kannst. So, wir arbeiten mit Gott zusammen. Über die Sünde soll ich herrschen. Ja, über das Unrecht, über die Lieblosigkeit soll ich herrschen. Wie hat Gott einmal zu Kain gesagt? Die Sünde liegt vor der Tür. Du aber herrsche darüber. Man muss einen Preis bezahlen für ein siegreiches Leben. Das gibt nicht so, dass man so nebenbei aus dem Ärmel schüttelt. Wer Gott dient, der verzichtet. Und das ist ein Geheimnis. Wer mit Gott zusammenarbeitet, der lebt ein Leben des Verzichts. Das muss ich nicht unbedingt haben. Was Gott nicht groß macht, was Gott nicht ehrt, was Gott nicht auf den Thron bringt, das lässt man liegen. Wer Gott dient, der entsagt vielem in seinem Leben. Das klingt komisch heutzutage. Wir wollen nur genießen, konsumieren, Wohlstandsevangelium. Nein, wir haben ein Wohlstandsevangelium. Und das ist, uns geht es blendend, uns geht es gut, wir haben Frieden, wenn wir das tun, was Gott will. Sein Wohlgefallen ruht auf unserem Leben. Durch Buße und Umkehr werde ich natürlich und normal, gehe ich in eine andere Richtung. Da, wo ich weggelaufen bin, da gehe ich hin. Das, was ich nicht tun wollte, das tue ich. Ja. Werde ich natürlich, werde ich ganz normal, werde ich optimistisch, voller Zuversicht, das wird schon gut werden. Ich vertraue dem Herrn, der Herr macht keinen Fehler, der Herr ist gut, der Herr wirkt, der Herr gibt das Wollen und das Vollbringen. Das ist das Geheimnis, nämlich der Mitarbeit Gottes, dass Gott uns alles einflößt, der Heilige Geist auf jeden Fall, dass Gott uns die Richtung vorgibt, das Ziel zeigt vor Augen. Er zeigt uns nicht die Täler dazwischen, was dazwischen ist, aber er zeigt uns das Ziel. Wenn Gott mein Leben regiert, dann bin ich nicht mehr engstirnig, dann bin ich weitherzig. Stell dir mal vor, und das klingt komisch für manche Leute, du denkst, du musst ganz eng sein, der schmale Weg. Ja, gewiss, der schmale Weg. Aber der schmale Weg ist für den, der da drauf geht, wirklich breit. Da kann so viel mitmachen. Zu Modi kommt einmal eine Frau und beschwert sich und sagt, also ihr Christen, ihr seid so engstirnig. Sagt er, wieso? Ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht, ihr dürft nicht tanzen, ihr dürft nicht ins Kino gehen, ihr dürft das nicht. Dann sagt er, wer sagt das? In meiner Bibel steht, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles frommt mich, nicht alles bessert mich, nicht alles dient mir zu meinem Besten. Nicht alles dient zu meinem Besten, was anscheinend so zur Information dient. So, nicht alles frommt mich. Wenn man sich von Gott führen lässt, dann ist man nicht mehr menschenhörig, dass man sich so einengen lässt. Du darfst das nicht, du darfst das nicht, du sollst das nicht. Verstehst du, du musst diesen Weg gehen. Ich höre nur auf Gott. Und das ist so wichtig, wenn man nur auf Gott hört. Tut, was er euch sagt. Das ist, wie der Wille Gottes realisiert wird. Tut, was er euch sagt. Und ich tue, was er sagt. Und zwar sofort. Wenn es heißt, aufstehen, dann springe ich aus dem Bett raus und schreibe schnell nieder und dann bereite ich mich auf diese Sache vor oder was auch kommt. Manchmal mittendrin in der Nacht. So, für mich ist Gott keine unpersönliche Macht, sondern Gott ist eine Realität, er ist der Schöpfer des Universums, keine abstrakte Macht. Ich kann nicht. Ich muss das tun, was der Heilige Geist mir sagt. Nein, ich muss es überhaupt nicht tun, was der Heilige Geist sagt. Ich verwirkliche das, was ich als gut und richtig finde. Denn der Teufel würde mich da lenken, verstehst du, und treiben. Denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Luther hat die Bibelstelle falsch übersetzt. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Nein, Gottes Kinder sind die, die vom Heiligen Geist geleitet werden.
an die Hand genommen werden, hingeführt werden, darauf hingestoßen werden, sogar manchmal mit der Nase. Ja. Für mich ist Gott keine unpersönliche, abstrakte Macht, sondern eine Person, der Schöpfer des Universums. Er sagt, mein Kind, höre, wenn du auf meine Stimme hörst, hat Gott dem Volk Israel gesagt, dann wird dein Friede sein wie ein Strom, dann wirst du gesegnet sein im Dorf, dann wirst du gesegnet sein auf dem Acker, dann wirst du gesegnet sogar auf der Reise, in der Stadt, wo auch immer, wenn du auf mein Wort hörst. Und dann wirst du nicht mehr der Schwanz sein, so ein Anhängsel von irgendjemandem, sondern du wirst der Kopf sein. Ich kann mit ihm reden, das ist der Herr, verstehst du, mit Gott zusammenarbeiten, Heiland, aber das ist mir zu schwer jetzt noch. Heute will ich nicht, denn der Geist ist den Propheten untertan. Weißt du, wir dürfen mit Gott reden und wir können auch Kompromisse eingehen. Ich denke nur an Lot. Lot hat hier, sollte aus Sodom fliehen, Sodom so schnell wie möglich verlassen. Und was passiert? Dann sagt er, ich bin ein alter Mann, ich kann nicht mehr so schnell rasen. Herr, kann ich nicht nach Soa gehen, da ist ein Dorf, das kenne ich, so eine Ortschaft, das ist ein Gehöft, dort könnte ich bleiben. Ja, dann, der Herr sagt, gut, dann warte ich so lange mit dem Gericht, bis du in Soa angekommen bist. Ich kann nichts tun, bis du nicht in Sicherheit bist. So, Gott macht Kompromisse. Wir dürfen mit Gott schachern in aller Liebe. Arbeite mit Gott zusammen. Wie oft habe ich in meinem Leben mit Gott geschachert? Ich weiß nicht, ob du das verstehst, das ist was jiddisch. Verstehst du, dieses Schachern? Aber Gott lässt sich reden. Mit Gott kannst du verhandeln. Mit Gott kannst du ja, Geschäfte machen. In aller Liebe. Ich bin geschaffen, in Beziehung mit Gott zu leben. Und ich finde erst meine Erfüllung, wenn ich mit ihm eins bin, einverstanden bin. Jesus hat sogar selbst dreimal im Garten Gethsemane gefleht. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Bis der Engel ihn stärkt, ihm Kraft gab und sagt, mein Kind, du kannst es. Der Heilige Geist wird dir beistehen und du wirst in der Kraft des Heiligen Geistes die Schmerzen nicht spüren. Du wirst die Schwierigkeiten nicht spüren. Das Kreuz kann nicht merken, dass es ein Kreuz ist, auch wenn du zusammenbrichst und darunter. Arbeite mit Gott zusammen. Weißt du, wenn du mit Gott einverstanden bist, und das ist das Wichtige, mit Gott einverstanden. Wer mit Gott zusammenarbeitet, der hat eine lebendige, aktive Beziehung mit seiner Umwelt, mit seinen Mitmenschen in seiner Umgebung, wo er lebt. Der hat eine lebendige, aktive Beziehung, auch mit seinen Menschen. Wie soll ich Gott lieben? Ich weiß nicht, ob du Gott lieben kannst überhaupt. Du kannst die Natur lieben, die Bäume, die Tiere, aber kannst du Gott lieben? In der Bibel heißt es, was ihr dem Geringsten einem getan habt, das habt ihr mir getan. Du kannst den Menschen dienen und wenn du den Menschen dienst, dienst du Gott. Jakobus schreibt einmal, der Bruder von Jesus, wie wollt ihr Gott lieben, wenn ihr nicht den Bruder, die Schwester nicht liebt, die ihr seht? Also wir können nur lieben, was wir sehen, was wir erfassen können. Wer Gott liebt, liebt auch seine Nächsten. Denn in der Bibel heißt es, soll seine Nächsten lieben wie dich selbst. Also ich kann Gott nur lieben wie mich selbst. Und wenn ich mich selbst nicht liebe, kann ich meinen Nächsten auch nicht lieben. Und wenn ich nicht für mich selber einsetze, kann ich auch für den anderen nicht einsetzen. Arbeite mit Gott zusammen. Wer Gott liebt, der sucht seine Geschwister, der findet seine Gemeinde. Wie oft kriege ich Mails, wo Leute schreiben, Pastor, kannst du mir eine gute Gemeinde in meiner Stadt ansagen oder mitteilen? Ich kann das nicht und ich werde es auch nicht tun. Ich werde auch niemand eine Gemeinde empfehlen, denn ich weiß, ich kenne die Gemeinde ja gar nicht, die irgendwo in Frankfurt oder in Düsseldorf oder in München ist. Verstehst du? Gewiss, ich kenne viele Christen, aber ich kann dich nicht empfehlen. Du musst selber deine Gemeinde, deine Geschwister, deine Brüder finden. Wer ist dein Bruder? Wer ist deine Schwester? Das ist nicht der, wo in die Gemeinde geht, der irgendwo in der Kirchenbank sitzt und im Chor singt. Nein, mein Bruder, meine Schwester ist, die den Willen Gottes tut. Das ist mein Bruder, meine Schwester, die einfach auf Gott hört. So, fang an, deine Geschwister zu suchen. Josef suchte seine Geschwister. Er hat das Proviant mitgebracht vom Vater. Er geht zu den Geschwistern und weiß, was passiert. Die überfallen ihn und die rauben ihn aus. Die verkaufen ihn als Sklaven nach Ägypten. Er suchte seine Brüder. Du suchst vielleicht auch deine Brüder und Schwestern und die hauen dich in die Pfanne. Das passiert. Passiert so oft. Da wirst du enttäuscht sein. Am Schluss glaubst du, du wirst der einzige Heilige noch auf dieser Welt. Der sucht seine Geschwister, der findet seine Gemeinde und die wahre Gemeinde. Weißt du, ich spreche von Gemeinde finden. Es ist so schwierig, heutzutage eine Gemeinde zu empfehlen. Aber in jeder Kirche gibt es wahre Gläubige und wahre Teufel. In jeder Gemeinde gibt es Satanskinder und Gotteskinder. In jeder Kirche.
Weißt du, wenn die Leute kommen und die sagen, ich suche eine vollkommene Gemeinde, die gibt es auf dieser Welt nicht. Jede Gemeinde, wenn du die Sendschreiben durchguckst, so in der Offenbarung, was der liebe Heiland als letztes noch an den Gemeinden schreibt, jeder hat irgendwo einen Dreck am Stecken. Jede Gemeinde. Und jede Gemeinde hat Probleme, ich sage dir und ich erwähne dir und so weiter. Die Gemeinde, die Gemeinschaft ist unser Betätigungsfeld, was es auch immer ist. Hier werden wir gelehrt, auch hier jetzt heute Nachmittag. Hier lernen wir, ja, mit Gott zusammenzuarbeiten, was das alles heißt, Rücksicht zu nehmen auf meinen Bruder, auf meine Schwester, auf meinen Vordermann, auf meinen Hintermann. Ja, ich muss Rücksicht nehmen. So viele Christen haben nicht gelernt, Rücksicht zu nehmen. Die kommen aus asozialen Schichten. Viele, die meisten Leute kommen so aus niedrigen Schichten. Weißt du, ein Gebildeter, der wird schon Rücksicht nehmen. Der weiß, wie er sich als ein Diplomat benimmt. Aber in der Gemeinde lernst du, Rücksicht zu nehmen auf deinen Bruder, auf deine Schwester. Wenn sie dir auf die Hühneraugen treten, dann geht's gleich in die Luft. Steigst gleich auf die Palme. Ja, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, egal wie groß die ist, weißt du, am meisten lernst du in kleinen Gemeinden, nicht in großen Gemeinden, im Hauskreis, wo zwei oder drei Gegner versammelt sind. Da lernst du am allermeisten, weil die kennen dich in deiner Familie. Da ist die kleinste Gemeinde, die kleinste Zelle. Hier lernst du, Gott zu dienen, Achtung zu haben. Hier lernst du Gehorsam. Jesus ging zurück nach Nazareth und dort lernte er Gehorsam von seinem Vater, von seiner Mutter. Hier lernst du, weißt du, in der Gemeinschaft lernst du Liebe, was heißt Liebe? Die Schwachen zu tragen, den Schwachen zu vergeben, die mir gar nicht so sympathisch sind, dass ich die auch trage, dass ich großzügig bin, ach, es geht alles vorbei. Die Welt dreht sich weiter. In der Gemeinschaft, in der Gemeinde lernen wir, einander zu tragen, einander zu dienen, ja, Geschirr abwaschen, Müll wegtragen, Holz hacken, verstehst du? Ja, dies und jenes, verstehst du? Oder aufräumen, wir lernen voneinander, miteinander. Wir lernen Demut. In der Gemeinde lernst du Demut. In der Gemeinde lernst du loszulassen. Das brauche ich nicht, komm, das kannst du auch. Weißt du, abzugeben. Das größte Kunststück im Leben ist abzugeben. Ich gebe es ab. Verstehst du? Da hast du ein Spielzeug und da kommen deine Geschwister, die wollen es auch haben. Abzugeben ist nicht leicht, ich weiß es. Ich will es haben, das gehört mir. Ja, in der Gemeinschaft, was es auch immer ist, in der Familie, in der Ehe. Wenn die meisten Leute, die nicht in der Ehe gelernt haben, lernen sie in der Gemeinde nicht, lernen sie in der Gesellschaft nicht, die lernen es nirgendwo. In aller Liebe, die lernen es nicht, zu überwinden oder festzuhalten oder zu ihrem Wort zu stehen. Wir bauen das Reich Gottes, auch hier in der Gemeinde, durch die Predigt, die ich verkündige, und so weiter. Und ich sage das einfach, so geht es weiter, Leute. Nicht nur Halleluja, Lob und Dank, preis dem Herrn, der Herr ist gut. Der Herr ist gut, aber wir müssen auch gut werden. Und mit Gott zusammenarbeiten, denn Gott ist gut, Gott ist heilig, Gott ist perfekt, Gott ist vollkommen. Aber sind wir auch heilig und vollkommen? Wir bauen das Reich Gottes. Saul von Tarsus bekehrt sich auf dem Weg nach Damaskus. Der Herr Jesus begegnet, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ja. Und dann will er gleich wissen, was muss ich tun, Herr Jesus? Was ist dein Wille? Dann sagt der Herr Jesus klipp und klar, geh in die Stadt. Und man wird es dir sagen, geh in die Stadt. In der Stadt war eine Gemeinde, die er verfolgen wollte, die er nicht mochte, die er nicht ausstehen konnte. Dort wird es dir gesagt werden. Und dann kommt ein Ananias, der von Gott einen Auftrag hat. Und es zeigt ihm, was der Wille Gottes ist. Ananias hat dem Saul von Tarsus seine Berufung mitgegeben auf dem Weg. Lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs begegnet ist, ist auch mir begegnet. Dieses Rema, dieses Wort Gottes, just in time, ist mir begegnet. Und da kriegst du das richtige, treffende Wort für die richtige Situation. Und der Ananias bringt die Botschaft in Saul von Tarsus. Du bist ein auserwähltes Werkzeug, das und das. Aber da passiert noch nicht viel. Und er wird gleich über die Mauer entlassen. Geh nach Hause, mach deine Hausarbeit. Und lernt zu Hause Gott zu dienen. Deshalb ist auch interessant, der Heiland schickte so viele Geheilte gleich nach Hause. Da will der eine oder andere beim Heiland gleich bleiben, verstehst du? Oh Herr, wo bist du zur Herberge? Aber was macht der Heiland? Der sagt, geh nach Hause, bewähr dich zu Hause in deiner Familie, in deiner Gruppe, in deinem Haushalt, was auch immer ist. Die meisten Leute versagen in ihrem Haushalt. Und weil sie in ihrem Haushalt versagen, versagen sie auch in der Gemeinde, in der Gesellschaft und persönlich auch in ihrem Leben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in unserem eigenen Umfeld Christen werden.
Wenn du Christ wirst, wirst du zuerst mal in deinem Umfeld hier arbeiten. Das ist dein Ackerfeld, das ist dein Garten, was auch immer ist. Du kannst allein nicht existieren. Geh in die Stadt, man wird es dir sagen. Man braucht eine Gemeinde. Und Gemeinde meine ich nicht eine Kirche, katholisch, evangelisch, pfingstlich oder was weiß ich, eine Bewegung oder große Massen. Nein, man braucht zwei oder drei, wo Jesus gegenwärtig ist. Das ist die Gemeinde. Da bin ich mitten unter ihnen. Und eine Gemeinde gibt einem Orientierung. Die korrigiert dich. Die sagt, nee, das ist nicht so in Ordnung mit dir. So und so. Einsame Christen werden verführt, überfallen, ausgeraubt. Die Gemeinde bietet einen Schutz. Ein einzelner fällt und der andere kann ihn aufrichten. Und deshalb ist die Gemeinde da. Mindestens drei Leute sollen in dieser Gemeinde sein, wo du bist, die du findest. Und das ist meist in vielen Kirchen. Oft rate ich, die Leute gehen in die Dorfkirche in deiner Stadt, wo du wohnst. Und da wird bestimmt ein paar Umis sein oder ein paar Teenies sein oder was weiß ich, wer das sein wird. Die wirst du finden. Die wollen mehr vom Heiland, die lesen der Bibel, die, was weiß ich. Die sind liebe Heilandsleute. Und der Herr Jesus ist mit ihnen und findet solche Leute. Die suchen vielleicht auch eine Gemeinde und für diese Gemeinde fehlst du noch als Mitglied. Es gibt keine vollkommene Gemeinde, suche sie nicht, gib's auf. Es gibt auch keine vollkommene Familie. Es gibt keinen vollkommenen Menschen in aller Liebe. Aber such das Unvollkommene. Da, wo kann ich mich einbringen? Wo kann ich etwas tun? Wo kann ich mich verwirklichen? Wo kann ich Jesus ausleben? Die Jünger Jesu waren mit Jesus zuerst mal unterwegs. Sie haben Jesus gedient. Weißt du, was sie gemacht haben? Die Jünger Jesu, der hat 72 Jünger gehabt und die 12 auch noch dazu. Seine Jünger haben für ihn, wo er hingehen wollte, vorbereitet den Weg. Er will jetzt nach Berlin kommen und da sind zwei ausgeschickt worden in Berlin, die sollen ihm als Herolde ankündigen, es kommt der Herr Jesus nach Berlin oder nach München oder wo auch immer, die sollen ihm den Weg vorbereiten. Lukas Kapitel 9 lese ich, wie arbeite ich mit Gott zusammen, mit Jesus zusammen, mit dem Heiligen Geist. Und da heißt es, und er rief aber die 12 zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle Dämonen und dass sie alle Krankheiten heilen konnten und sandte sie aus zu predigen das Reich Gottes und zu heilen alle Kranken. Die Jünger, die sollten heilen, die sollen den Teufel wegjagen. Und er sprach zu ihnen, ihr sollt nichts auf dem Weg mitnehmen, weder Stab noch Tasche, noch Brot noch Geld und so weiter, auch nicht zwei Hemden zum Auswechseln. Man schwitzt ja im Orient sehr stark, also nichts mitnehmen. Warum? Ich sag dir, warum Jesus gesagt hat, nehmt nichts mit, weil es um die Ecke ist. Verstehst du, das muss noch nicht weit gehen. Da kannst du wieder schnell nach Hause gehen, um dein Hemd zu wechseln. Oder ja, auch wieder zu essen, verstehst du? Um die Ecke. Der Herr Jesus will, dass wir um die Ecke arbeiten. Da, wo wir sind, in unserem Kiez, in unserem Viertel. Und wo ihr in ein Haus geht, da bleibt und von dort zieht dann weiter. Und wenn sie euch nicht aufnehmen, dann geht sofort fort in eine andere Stadt und schüttelt den Staub ab von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Wir müssen ja noch eines verstehen. Aus dem Milieu, wo Jesus kam, wo seine Jünger kamen, das waren die Essener, das waren die, ja, so eine Bruderschaft, die war über das ganze Land verteilt. Deshalb waren auch die 5000 Leute, zu denen Jesus predigte, aus dieser Bruderschaft. Oder in Bethanien, da wohnte Martha, Maria und Lazarus. Das war auch eine Bruderschaft, eine Kolonie. Und Jesus hat gesagt, geht in diese Dings und dort werdet ihr versorgt. Sind sie nicht wert, geht weiter. Und sie gingen hinaus und zogen von Dorf zu Dorf und predigten das Evangelium und heilten an allen Orten. Die Jünger, nicht der Herr Jesus, die haben den Boden schon vorbereitet. Und wir sind da, um den Boden für den Herrn Jesus vorzubereiten, dass der Herr Jesus etwas tun kann. Durch unser Zeugnis, durch unsere Gebete, indem wir dem Heiland dann Platz machen. Ich habe Leute kennengelernt in Süddeutschland, weißt du, die Schwaben, die sind manchmal sehr fromm. Und diese Schwaben, ich komme zu denen hin, das war so Weihnachten, Heiligabend, glaube ich, war das, oder was weiß ich, da haben sie für ihre Leute Teller gedeckt und noch einen Teller zusätzlich. Und ich habe gesagt, für was? Erwartet ihr noch Gäste? Nein, der Heiland könnte kommen. Der Heiland könnte kommen und für den Heiland haben sie noch einen Tisch gedeckt. Jonke Cho in seiner großen Kirche in Korea, der hat immer drei Stühle vorne, einen Stuhl für sich, einen Stuhl für einen Jesus und einen Stuhl für den Heiligen Geist. Aber die zwei anderen waren unbesetzt, unsichtbar. Weißt du, wir sollten Glauben haben, wir sollten an die Realität des Herrn glauben. Und das waren die Jünger hier, sie waren Jesu Manager, sie haben den Dienst Jesu bestimmt und sie steuerten die Arbeit. Er kommt jetzt nach Berlin
Lukas Kapitel 10, Vers 1. Und nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie je zwei und zwei von seinem Angesicht, jeder in einem Ort, in eine Stadt, wohin er kommen sollte. Jesus sandte die Leute. Verstehst du, wir machen die Arbeit Jesu. Wir übernehmen seine Aufgabe. Wir tun so, als wir Jesus wären. Ich lege die Hände auf die Kranken im Namen Jesu. Das solltest du machen. Du solltest dich nicht genieren, auf Kranke die Hände zu legen. Dein Nachbar, deine Nachbarin, darf ich für sie beten? Was glaubst du, wir würden ganz schnell eine Erweckung in Deutschland bekommen oder in unserem Raum, wenn wir anfangen, das zu tun, was die Bibel gesagt hat, treib die Dämonen aus. Weißt du, was das bedeutet? Hör doch auf mit diesem Blödsinn hier, den Quatsch zu erzählen. Rede positiv, bekenne positiv, lebe positiv, lobe den Herrn, sag Dank und Lob und Preis. So, sie gingen hin und der Herr wirkte mit ihnen, mit folgenden Zeichen. In der Aussendung geht hin in alle Welt, wo der Herr sagt und so weiter. Und da heißt es, und die Jünger plauderten an allen Orten, was der Herr alles so tut, was der Herr alles so macht, was der Herr für eine Berufung, für eine Vision hat, was er alles will. Sie plauderten. Und wir sollen nicht predigen, sondern wir sollen plaudern. Weißt du, was das ist? So wie am Stammtisch irgendwo im Wirtshaus. Sie plauderten vor der Liebe Gottes. Und wir müssen wieder lernen zu plaudern, nicht nur zu predigen und anzupredigen, anzubrüllen womöglich noch. Sie plauderten. Was hat Jesus gesagt nach der großen Bergpredigt? Jesus kümmert sich nicht nur um das geistliche Wohl, er kümmert sich auch um das irdische Wohl, um das Essen. Er hört, da knurrt der Magen, dort knurrt der Magen, da hinten knurrt der Magen. Gebt ihr ihnen zu essen. Das hat der Heiland gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Ich soll den Leuten Essen geben, aber mit was, von wo, woher, wo soll ich das Brot nehmen? Und dann fanden sie diesen kleinen Jungen und so weiter. Gebt ihr ihnen zu essen und sie teilten dann das Brot aus, das der eine Junge dem Herrn geweiht hat. Wir brauchen solche und solche. Wir brauchen solche, die geben und wir brauchen solche, die gehen. Und wir brauchen solche, die beten. Das ist die Mitarbeit Gottes. Und zuerst mal haben die Apostel gesagt, 50, 50, 50, immer 50, 50, 50. Das setzt euch anständig hin, damit wir gleich verteilen können. Gebt ihr ihnen zu essen. Und sie trieben die Teufel aus. Und sie heilten im Auftrag Jesu. Weißt du, wir müssen lernen, im Auftrag Jesu zu dienen. Im Auftrag Jesu zu arbeiten. Im Auftrag Jesu zu predigen. Im Auftrag Jesu uns zu benehmen. Jesus, wenn du es bist, als der Herr ihnen mal auf dem Wasser begegnet, Petrus und so weiter, und dann sagt, Petrus hat sein Boot dem Herrn geliehen, aber der Herr war nicht da, der Herr ist diesen vorausgefahren, Petrus hat sein Boot Jesus geliehen, und dann kommt Jesus entgegen, und dann denkt er zuerst, es wäre ein Geist, und sagt, Herr, wenn du es bist, sprich, ruf mich, ich will kommen. Du sollst nichts tun, wenn du von Gott keinen Ruf hast. Mit Gott zusammenzuarbeiten, heißt auf den Ruf, auf die Berufung zu warten. Ruf mich. Und Jesus sagt, Petrus, komm her. Wenn Jesus zu uns ins Boot steigt, dann legt sich der Sturm, auch hier in dieser Situation. Wenn Jesus zu uns ins Boot steigt, ganz einfach, wie arbeite ich mit Gott zusammen, Jesus in mein Leben kommt und so weiter, dann kommt die Ruhe, kommt der Friede. Markus Kapitel 6, Vers 51, er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Deine Stürme legen sich, wenn Jesus in dein Boot einsteigt, sich niederlegt, niedersetzt. Und die waren alle fassungslos. Ich sag dir, du wirst fassungslos sein. Du wirst nicht fassen können. Was ist da los? Der Herr ist da und plötzlich die Wellen glätten sich. Glaube, Gott muss erlebt werden. Sonst ist es nur eine leere Phrase, billige Phrase. Erlebter Glaube, erst das ist echt und es ist wahr. Erlebter Glaube, wenn es nicht erlebt wird, wenn Jesus nicht in unser Boot hineinsteigt, wenn Jesus nicht in unsere Familie hineinkommt, wenn Jesus nicht in unsere Gemeinde hineinkommt, dann ist alles nur eine Phrase, eine billige Phrase sogar. Und jetzt komme ich zu diesem Thema, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir sollen lernen, mit Gott zusammenzuarbeiten, mit Jesus und dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Wir singen ein schönes Lied und das ist mir ein Anliegen geworden, dieses Lied. Ich brauche dich alle Zeit. Jesus, ja, ich brauche dich, ich muss dich haben. Das ist mit Gott zusammenarbeiten. Warten auf seinen Ruf, auf sein Wort, auf seinen Befehl, auf den Auftrag. Und wenn er sagt, geht, dann kannst du auch gehen. Und dann kannst du auch Kranke heilen. Dann kannst du auch Dämonen vertreiben. Aber wenn er dir es nicht gesagt hat, dann kriegst du Trachtprügel, so wie die Söhne von Skephas.
dann guckst du ganz schön aus der Wäsche. Ja, sie wurden sakratz zugerichtet. Wir funktionieren erst als Kinder Gottes, wenn wir mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit der Trinität zusammenarbeiten. Der eine macht das, der andere macht das, der andere macht jenes. Als Gott den Menschen schuf, sagte er, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Es ist nicht gut. Der Teufel will dich von Gott abkoppeln, abhängen, dich loslösen und so weiter und trennen, dass du alles selbst machst. Nicht, du musst nicht selbst machen. Du musst dich nur zur Verfügung stellen, einfach ein Überträger sein des Willens Gottes, der Kraft Gottes, der Herrlichkeit Gottes, der Macht Gottes. Aber der Teufel möchte abschneiden, dass da nichts drüber kommt, dass die Leitung unterbrochen wird, dass sie verstopft ist, womöglich, was auch immer ist. Du kannst Gott nur dienen, wenn du deinem Nächsten dienst. Legt auf Kranke die Hände, hat er gesagt. Ja, fang an für Leute zu beten. Du musst nicht ins Krankenhaus gehen oder so. Nein, in deiner Umgebung gibt es genug Siechende, Mühselige und Beladene. Da fang an zu beten. Leg die Hände auf und du glaubst gar nicht, was für eine Kraft ausgeht, wenn du im Auftrag Jesu hingehst. Du hast gebetet, 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 gebetet und jetzt gehst hin und legst die Hände auf und plötzlich passiert das Wunder. Und was ich den Geringsten einem getan habe, das habt ihr mir getan. Du musst nicht den höhergestellten Leuten dienen. Die haben ihren Arzt, ihren Professor oder was weiß ich wen, den Niedrigen, den Geringen, was ist, den Geringsten einem, so ein Ausländer, ein Lumpen, ein Penner, einen Menschen, der tief gesunken ist, die sind dankbar für ein ermutigendes Wort, für eine Liebestat. Ich habe Angst, angesteckt zu werden. Du musst keine Angst haben, angesteckt zu werden. Wenn du Gott in dir hast, hast du genug Widerstandskraft, bist immun genug. Ich werde nie vergessen, ich predige in Indien und dann mache ich Altarruf, dann kommt eine Frau nach vorne, ich lege ihr die Hände auf und plötzlich ist meine Hand voller Eiter. Zuerst habe ich gedacht, was ist passiert? Die Leute gehen weiter zurück, verstehst du? Es war eine Leprakranke, die nach einer stadtbekannte Leprakranke und für die habe ich beten können, dürfen. Ich lege die Hand auf und plötzlich bin ich, ja, meine Hand ist dreckig, schmutzig. Könnte angesteckt werden. Ich habe keine Angst vor Ansteckung. Jesus ist in mir und da bin ich stark genug. Selbst der Pest zu begegnen, wenn das alles sein muss, da werde ich den Menschen dienen. Und ich habe der Frau gedient, für die Frau gebetet und die Frau ist aufgestanden, hat noch gewunken, als sie wegging. Verstehst du? Und die war glücklich. Die ging weiter zu ihrer Bettelei. Aber ihr habe ich gedient. Macht Aussätzige rein. Das soll ich machen. Ich soll sie abwaschen. Ich soll sie wieder hochbringen. Ich soll sie wieder in die Mitte stellen. Ein kleines Kind, verstehst du, der, was sie den Geringsten einem gemacht hat, hat er mir getan. Nach Hebräer Kapitel 10, Vers 25, da heißt es, ja, wir sollen die Versammlung nicht verlassen, was es auch alles ist. Eine Versammlung ist ja, wo zwei, drei Leute zusammen sind. Ja, in deinem Kaffeekränzchen oder in deiner Clique, in der Gemeinschaft und so weiter. Die sollst du nicht verlassen. Die Gemeinschaft. Und das meint nicht die Kirche und das meint nicht die Gemeinde, das meint die Versammlung, wo der Herr zusammengestellt hat. Er tat hinzu zu der Gemeinde damals 3000 Seelen. Diese sollst du nicht verlassen, die Jesus erlebt haben, die sich bekehrt haben, die gläubig geworden sind, die ja, den Weg des Kreuzes gehen. In Johannes Kapitel 1, Vers 12 lese ich, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Die sollst du nicht verlassen, deine Geschwister. Deine Freunde kannst du selbst aussuchen, verstehst du, ob evangelisch, katholisch, was weiß ich, pfingstlerisch oder wie auch immer. Aber deine Geschwister musst du annehmen, wie sie kommen. Bei mir war das so, ich habe noch 7 Geschwister und ich musste sie alle annehmen, wie sie waren. Verstehst du, deine war so, der andere so, bis heute. Diese Gemeinschaft, Matthäus Kapitel 16, Vers 18, kann der Teufel die Hölle nicht überwinden oder kleinkriegen. Das kann auch der Antichrist, das kann die Sünde nicht, das kann Corona nicht, das können unsere Schwächen, das können unsere Fehler nicht, das kann niemand überwinden. Diese Gemeinschaft, die der Herr zusammengefügt hat, das ist wie Pech und Schwefel. Ja. Das Blut ist stärker als das Wasser, als auch als das Taufwasser. Wir sind gereinigt, gewaschen durch das Blut Jesu Christi, wir sind eins gemacht. Wir haben denselben Geist. Ich weiß immer noch, wir haben auf dem Markt in Memel Ferkel gekauft, 3 Ferkel, das werde ich nie vergessen. Und dann hat man diese Ferkel zu den anderen Ferkel bei uns im Stall reingelegt und die haben gebissen, gezwickt, diese Ferkel. Das war
Schrecklich, da ist mein Vater ganz schnell in die Werkstatt gerannt und Petroleum geholt, einen Lappen, und hat alle Ferkel mit Petroleum eingerieben. Und plötzlich gab es Frieden im Stall, die haben alle gleich gerochen. Geschwister, wir riechen alle gleich, wir sind alle getauft durch einen und denselben Heiligen Geist. Ist das nicht herrlich? Für mich ist es fantastisch. So, diese Gemeinschaft, die kann nicht mehr zerstört werden. Durch den Heiligen Geist werden wir zusammengehalten. Ich schau doch mit dem Petrus. Der Petrus hat dreimal seinen Heiland verleugnet. Und diese Verleugnung hat die Gemeinde nicht auseinandergebracht. Im Gegenteil, sie hat noch enger zusammengebracht. Dieser Fehler von Petrus, das hat die Gemeinde noch enger zusammengebracht. Dämonen können nicht zerstören. Das, was der Herr aufgebaut hat, können Dämonen nicht zerstören. Das ist für mich so wichtig. Arbeite mit Gott zusammen, baue Reich Gottes nicht nach deinem Muster, deiner Vorstellung, sondern nach Gottes Vorstellung. Tue, was er dir sagt. Der Glaube kommt aus der Predigt, deshalb auch die Predigtaktionen, die wir hier machen. Höre Gottes Wort. Das hat Gott mir gegeben in der großen Kirche. Da war die große Glocke, die hat eine Inschrift gehabt noch, ist 150 Jahre alt. Und da heißt, Land, Land, höre Gottes Wort. Land, Land. Und das habe ich übernommen für mich als mein Programm, als mein Thema. Land, Land, höre Gottes Wort. Wenn du Gottes Wort hörst, dann wirst du den frommen Lügen nicht mehr aufsitzen, dann wirst du von innen her nicht mehr zersetzt, zerfressen, aufgelöst oder dass du verkommst, sondern du wirst Halt bekommen von innen her. Höre Gottes Wort, nicht meine Worte, sondern höre, was der Geist dir durch meine Predigt zu sagen hat. Und das ist, wie wir mit Gott zusammenarbeiten. Wir sind nur Diener, wir sind nur Kanäle, wir sind nur Leitlinien oder Kabels, die Kraft Gottes übertragen zu bestimmten Bereichen, so wie hier Strom übertragen wird. Wir brauchen einander. Du brauchst Korrektur in aller Liebe, dass dir jemand sagt, dein Papa, deine Mama, dein Bruder, deine Schwester, das ist richtig und das ist falsch. Oder dich ermutigen, geh, Gott ist mit dir. Oder nein, mach das nicht mehr, ich würde es nicht raten. Weißt du, manchen Leuten kannst du nicht raten. Manchen Leuten kannst du nicht raten, da hat einer 70.000 Euro geerbt und dann fragte mich, was soll ich mit dem Geld machen. Ich habe gesagt, frag doch Gott, nicht mich, was du mit diesen 70.000 Euro machen musst. Und dann geht er zu einem Finanzberater aus seiner Clique, da wo er von früher war, von diesem Kreis, wo er verkehrte, und fragt, und er nimmt das ganze Geld weg ihm, und heute steht er blank im Heim, wohnt er immer noch und so weiter, hat nichts, das Sozialamt muss ihn unterstützen, aber der hat geerbt, ist an die falschen Leute geraten. Geschwister, ist es so wichtig, dass wir, und ich habe den gewarnt, selbst wenn der in deinem Verein früher war, aber du bist jetzt erlöst, du bist nicht mehr in diesem Verein, du bist ein Kind Gottes und du solltest auf die Stimme Gottes hören. Wirf deine Perle nicht vor die Säue. Das hat er gemacht. 70.000, das ganze Erbe verplempert. Ja, du brauchst Korrektur. Nimm die Korrektur an, sonst gehst du vor die Hunde. Und ja, das ist vor der Hunde, was Petrus da schreibt und so weiter. Da heißt es, der Hund frisst, was er ausgespuckt hat. In aller Liebe. Kotzt aus und frisst wieder. Ja, der hat es rausgeworfen, dann abgesagt, sich von dem getrennt und jetzt wieder nimmt er wieder an, tritt wieder in den Verein ein, da wo er mal ausgetreten ist. Nur als Beispiel. Falsche Lehren. Und so viele Menschen hängen falschen Lehren an. Angeblich Sündlosigkeit, wenn du einmal bekehrt bist, bist du immer bekehrt. Nein, ich muss jeden Tag mich bekehren, ich muss mich jeden Tag taufen lassen, ich muss jeden Tag vom Geist Gottes erfüllt werden, ich muss jeden Tag von Gott gesegnet werden. Und ich muss jeden Tag Gott loben und preisen. Ja. Andere werden durch Falschlehren geführt zu Selbstkasteiung. Der Mann, der in Wales damals die Erweckung gebracht hat, dieser Edwards, dieser Mann, die Erweckung war da, aber die hört auch irgendwo auf. Und der Herr muss weiterwirken. Und weißt du, was er geworden ist? Ein Geißeler, der hat sich ausgepeitscht, der muss das Leiden, Askese. Wahnsinn, verstehst du? Wenn du nicht auf den Heiligen Geist hörst, wirst du verrückt, gehst falschen Weg. Ja, und endest vielleicht in der Lieblosigkeit oder falsche Definition von Heiligkeit. Wir müssen alle weiße Kleider tragen, sowas Verrücktes. Ich trage die Kleider, die mir passen und die Farbe, die ich mag. Verstehst du, ich trage weder schwarze noch weiße Kleider, aber ich kann alle tragen. Ich kann ein Hund sein, ich kann sogar kurze Hosen tragen. Ja.
kann alles. Verstehst du? Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles frommt und bestlich. Ich muss rausfinden, was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben. Es gibt so viel Lieblosigkeit unter den Geschwistern hin und her. Ja, der ist nicht bekehrt. Ich bin in Atlanta, USA, und ich wollte eine Gemeinde in Downtown, in der Stadt unten, sehen. Ich habe von der Gemeinde schon was gehört, habe mit der korrespondiert, schon mit diesen Geschwistern. Ich wollte die Gemeinde begegnen. Dann sagt der Pastor einer Pfingstgemeinde: Aber Bruder Matutis, da wirst du nicht hingehen. Der Teufel hilft Ihnen, die Gemeinde bauen. Ich habe noch nie gehört, dass der Teufel jemand hilft, die Gemeinde zu bauen. Verstehst du? Der Teufel hilft, die Gemeinde zu bauen. Nur als Beispiel. 1. Johannes, Johannes Kapitel 4, Vers 20, wir sind Kinder Gottes und wir haben Gemeinschaft. Wenn die Leute Gemeinschaft mit Jesus haben, habe ich auch Gemeinschaft mit ihnen. Und es gibt keinen anderen Weg als nur diesen Weg. Und Jesus befahl seine Jünger: Lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und dieser Dienst kann nur in der Gemeinde geschehen, durch das Bodenpersonal Gottes. Kein Flugzeug fliegt von Berlin nach Warschau oder was weiß ich wohin, ohne den Bodenpersonal. Es muss dort empfangen werden und dort hier abgeschickt werden. Und dann muss noch die Höhe kontrolliert werden. Das Bodenpersonal ist so wichtig, sonst kommst du nirgends hin oder landest irgendwie im Universum. Ja, ich fliege. Ja, fliegst einmal um die Erde rum. Dieser Dienst kann nur durch die Gemeinde geschehen. Irrlehren entstehen nur durch Eigenbrüderlei. Einsame Christen, einsame Wölfe, durch Ablehnung der Göttlichkeit Jesu zum Beispiel, da passiert so viel. Deshalb, ich habe jetzt letzten Sonntag vom Heiligen Geist gesprochen, aber Jesus ist genauso wichtig. Wenn du Jesus ablehnst, ich brauche dich, ja, ich brauche dich, ich muss dich haben, dann kommt Gesetzlichkeit, dann ist es Geiseler, dann peitscht dich aus, dann verweltlichst du womöglich oder dann landest du in der Besserwisserei, denen hilft der Teufel, die Gemeinde zu bauen, dann bekommst du Richtgeist, ich bin besser als die. Verstehst du, dann urteilst du über die anderen und verurteilst sie, dann bekommst du Kritiksucht oder dann landest du im religiösen Fanatismus. Es ist so wichtig, dass wir keine Eigenbrüder werden. Verstehst du, die nur selbst irgendwas machen, selbst kochen, verstehst du, ich kann das ja. Gewiss, du kannst, aber du kannst nicht einmal laufen, du lernst nicht einmal laufen, wenn du niemanden hast, der dich anleitet im Laufen. Arbeite mit Gott zusammen. Liebe die, die Gott liebt und die Gott lieben, die Jesus nachfolgen, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Und das ist so wichtig. Schau, prüfe. Und das kannst du nicht sofort von heute auf morgen sagen, die sind echt und die sind falsch. Da muss man eine Weile beobachten. Entsprechen sie dem Willen Gottes, dem Willen des Vaters. Jesus erbarmt sich über alle Menschen. Er erbarmt sich über die Sünde. Aber es ist so wichtig, wenn du wachsen willst, wenn du weitergehen willst, wenn du was für Gott tun möchtest, finde deine Partner, deine Freunde, deine Gehilfen. Finde diejenigen, die dir unter die Flügel greifen. Jesus kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist eine Seite des Evangeliums, aber die andere Seite ist, lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott gibt uns, damit wir weitergeben können. Aber du musst irgendjemand weitergeben können, irgendjemand verteilen können, irgendjemand zum allgemeinen Nutzen da sein. Die Gaben werden gegeben zum allgemeinen Nutzen. Und da musst du rausfinden, wem kannst du da dienen. Arbeite mit Gott zusammen, das ist mein Thema heute. Und ich möchte dich einfach ermutigen, finde deinen Weg für dein persönliches Leben. Und es fängt immer zu Hause an, in der Familie. Und dann wird es in der Gemeinde fortgesetzt, dann wird es in der Gesellschaft fortgesetzt, dann wird es in der ganzen Welt fortgesetzt. Denn Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und wenn du nie dienst, dienst Jesus nicht, der da ist. Arbeite mit Gott zusammen. Wir sind zum Regieren bestimmt, das habe ich vorhin am Anfang gesagt, wir sind bestimmt Könige und Priester zu sein. Stell mal vor, Verwaltungsaufgaben sollen wir haben. Wie soll einmal eines Tages Gottes Haushalt sein? Wie soll sogar über die Engel herrschen? Gabriel, setz dich hin. Michael, mach das, verstehst du? Über diese Erzengel werden wir herrschen eines Tages. Stell dir mal sowas vor. Wir sind Verwalter von Geheimnissen Gottes. Wir sollen nicht der Schwanz sein, sondern der Kopf. Wir sollen treue und kluge Verwalter Gottes sein. Lukas Kapitel 12, Vers 42 und folgende Verse.
Wir sollen die Nahrung austeilen, ihnen zu essen geben. Wir sollen, ja, Mutti sein und Papi sein. Wir sollen Mütter und Väter in Christus werden. Weißt du, was das heißt? Mütter und Väter in Christus sein. Das ist nicht nur, dass ich ein nettes Mädel bin oder ein netter Junge bin. Ich soll Vater und Mutter in Christus werden. Und es gibt leider Gottes, es gibt in der Christenheit viel zu wenig Väter und viel zu wenig Mütter. Lauter Zuchtmeister gibt es, lauter Richter gibt es, lauter Staatsanwälte gibt es, lauter Polizisten gibt es. Arbeite mit Gott zusammen, finde deinen Weg zum allgemeinen Nutzen als Mutti. Weißt du, was eine Mutter ist? Entschuldigung. Mutti ist ein Dackel fürs ganze Haus. Mutti kannst du das, die Mutti muss bügeln, die Mutti muss kochen, die Mutti muss das machen, die Mutti, alles muss die Mutti machen. Verstehst? Oder der Papi. Es ist so wichtig, dass wir Speise austeilen zur rechten Zeit. Und was sagt Jesus? Selig ist der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt, als Papi und Mutti. Arbeite mit Gott zusammen. Vielleicht findest du jemand anders. Wir haben zeitlang in unserer Gemeinde nach der Taufe, wenn die Leute getauft worden sind, Paten an der Seite des Täuflings gestellt. Und du sorgst jetzt für den Bruder, für die Schwester, dass die persönlich wächst. Du fragst, wie geht's dir? Hast die Bibel heute gelesen, was ist dir groß geworden, dass du Leute ermutigst und du wirst bestimmt in deiner Umgebung Menschen finden, denen du ein Pate sein kannst. Willst du mal für Gott mitarbeiten? Finde einen Neuling, einen Neubekehrten, was du ermutigen kannst. Stärke, nimm dich einer an. Paulus wäre nie Paulus geworden, wenn nicht Barnabas den aufgesucht hätte in Tarsus da. Ja, Bruder, du hast studiert und du dienst immer noch nicht Gott. Du hast Theologie gelernt, du bist Professor der Theologie und du dienst nicht, du hast eine Berufung. Wir haben damals gehört, als du nach Damaskus kamst, bist ein auserwähltes Werkzeug. Und was machst du jetzt? Du flickst und Teppiche, baust Zelte, aber du solltest Gott dienen. Wollt man nicht zusammenarbeiten? Wir gründen in Antioch in eine neue Gemeinde und da könntest du mitarbeiten, wenn du willst. Und Paulus und dieser Barnabas hat sich Paulus angenommen. Weißt du, ein lieber Bruder hat sich angenommen eines anderen Bruder und ihm geholfen, den Sprung zu wagen. Viele Leute schaffen den Sprung nicht ins Reich Gottes, im Dienst Gottes, wenn sich keiner annimmt. Der soll selber kommen, der Heilige Geist soll dem helfen. Nein, der Heilige Geist wird ihm nicht helfen. Du bist dazu berufen, Barnabas zu spielen. Ein Sohn der Liebe, der Erlöste dient den Erlösten. Such die Erlösten, wo ist mein Bruder, wo ist meine Schwester, wo sind die Freigekauften, wo sind die Ekklesia, wo sind die rausgerufen, wo sind die mit Blut gewaschenen, wo sind die? Du kennst bestimmt Leute aus der Gemeinde, aus der Christenheit, aus dem Facebook oder was weiß ich vorher auch immer. Du kennst eine ganze Menge Leute, ermutige die Leute, nicht nur Bildchen verschicken. Das kann jeder Doofe, Katzen und Hunde verschicken und was weiß ich was sonst noch. Nein, finde, dass du jemanden ermutigst, tröste, setz dich mit denen in Verbindung, ruf mal an. So viele Menschen werden nicht angerufen, gar nicht gefragt. Wir sind Verwalter, Hausverwalter Gottes, Hausgenossen Gottes. Wir sollen den Erlösten, Gehilfen zur Freude sein, dass wir jemanden ermutigen. Wir sollen jemandem Beistand leisten. Du hörst und du liest, ja, der hat Kämpfe. Ach, der liegt auf der Nase, der verflucht sich selbst. Weißt du, du solltest dich derer annehmen, die sich selbst verfluchen, sich selbst wünschen, Suizidgefährdete. So viele Leute sind Suizidgefährdete. Jetzt hat eine Tennisspielerin abgedankt, hat gesagt, ich möchte Auszeit nehmen, ich habe Depressionen. Wie viele Leute gibt es in deiner Umgebung, die Depressionen haben? Ermutige sie. Nicht schickst du zum Arzt Tabletten, welche Tabletten da die besten Tabletten sind. Vergiss die Tabletten. Tabletten werden niemand helfen. Tabletten unterdrücken nur. Aber weißt du, was die Leute brauchen? Sie brauchen Menschen aus Fleisch und Blut. Sie brauchen Menschen, die dienen, die sich einbringen. Eine helfende Hand, die kooperieren mit ihnen, die sie betreuen, sie ermutigen gegenseitig so einfach auf die Schulter klopfen. Es hat mir so gut getan, als ich Bub war. Ich war einmal ein Bub, verstehst du? Ja, ich war es auch. Und ich habe Fehler gemacht, was falsch gemacht. Und da hat mein Vater immer auf die Schulter geklopft. Junge, das ist ganz normal, dass man Fehler macht. Man lernt sonst nichts im Leben, wenn man keine Fehler macht. Das war mein Vater. Der hat mir auf die Schulter geklopft. Vielleicht musst du jemand auf die Schulter klopfen. Gut für die Fehler. Danke Gott für die Fehler, denn alles dient zum Besten. Ermutige die Menschen, das ist Gottes Mitarbeit. Jesus kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, das was kaputt ist. Vertreib die Dämonen. Und durch ein Klopfen auf die Schulter vertreibst du die Dämonen, der ermutigst.
Wir machen den Straßeneinsatz mit Michael aus Texas und wir gehen durch die Straße und da kommt so Vater und so Bub, kleiner Bub, ein türkischer Bub, der Vater bringt mir Wasser zum Trinken und dieser türkische Bub und der hat so Mäckischnitt. Und weißt du, ich habe früher auch Mäckischnitt mal gehabt und ich streichle diesen Kopf und dann guckt er mich an und sagt, Onkel, nochmals, verstehst du, Onkel, nochmals, wann hast du das letzte Mal einen Buben, ein Mädchen gestreichelt? Ja, Unzucht. Verstehst du heutzutage? Kindervergewaltigung. Leute haben Angst, aber in deiner Familie, deiner Verwandtschaft, da gibt es genug Enkelchen und Babys und Kinder, die du streicheln kannst und da wirst du nicht gleich angezeigt. Einfach sagen, Onkel, nochmals. Ja, das hat ihm so gut getan, dass ihn jemand gestreichelt hat. Wahrscheinlich hat sein Vater ihn nicht gestreichelt. So, in aller Liebe, wir sind Diener Christi, wir sind seine Werkzeuge, wir sollen für ihn arbeiten und für ihn einsetzen, unser Leben. Wir sind Verwalter. Und so weiter. Wir sollen uns gegenseitig stützen. Und das ist nichts anderes, als dass wir einander dienen. Paulus sagt hier in 1. Korinther Kapitel 4, Vers 1 und folgende Verse, als Diener Christi soll man uns betrachten, das sind wir nicht, aber so soll man uns betrachten, als Diener Christi. Betrachte mich, betrachte dich, betrachte deinen Bruder, betrachte deine Schwester als Diener Christi, als Verwalter von Gottes Geheimnissen. Und von Gottes Verwaltern aber verlangt man, dass sie treu sind, dass sie sich treu erweisen. Das ist das Einzige, was man von ihnen erwartet. Du kannst ja, deine Freunde aussuchen, aber du kannst deine Geschwister nicht aussuchen. Ich kann meine Geschwister nicht aussuchen. Ich war 18 Jahre und da kommt mein Bruder, ist ja gerade geboren, verstehst du? Natürlich jetzt auch 5 Kinder und ist unten am Bodensee. Das gilt für die Gemeinde, für die Jünger Jesu. Du musst die Jünger Jesu so annehmen, wie der Herr sie so gerufen hat. Und da ist ein Judas auch dabei. Du sagst vielleicht, für den Teufel. Der Judas ist auch dabei. Und du musst den Judas mit annehmen, akzeptieren. Der Zeloten sind dabei, was weiß ich, der Zöllner ist auch dabei. Und das sind auch ja, Extreme und Liberale sind dabei. Du musst sie alle nehmen. Das ist das Haushalt Gottes. Und der Herr ist Herr über seine Gemeinde. 3000 Seelen tat der Herr damals nach Pfingsten zur Gemeinde hinzu. Und da waren bestimmt viele, die gar nicht sympathisch waren, die ich gar nicht mochte. Mit denen wollte ich nichts zu tun. Ja, ich hätte die vielleicht gar nicht akzeptiert. Die waren vielleicht unter aller Würde, aber Gott hat sie akzeptiert. Und das ist das Schöne dabei. Gott hat sie akzeptiert. Und Gott hat sie erwählt vor Grundlegung der Welt. Und die Gemeinde ist zusammengeworfen, zusammengestellt vom Heiland. Ja, und da musst du eine ganze Meile laufen. Auch, und du denkst, der ist gar kein Christ, der ist gar kein Jesus-Jünger. Die sind alles Spinner, verstehst du? Nein. Aber du musst sie annehmen. Viele sind uns unsympathisch. Ich werde nie vergessen, als ich in diese Brüdergemeinde kam, in Passau, da steht ein Ältester, der hat die Andacht geleitet und dann sagte, liebe Geschwister, ich muss euch die Wahrheit sagen, ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Und das ist mir nicht mehr aus dem Sinn gegangen. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Ich habe gesagt, lieber Heiland, aber ich muss auch die lieben, die mir nicht sympathisch sind. Ja, die mir missfallen, die jetzt sogar abstoßend sind, die unerträglich sind und unausstehlich sind. Ja, und wenn du der Gemeinde, dieser Gemeinschaft Gottes wegläufst, läufst du Gott aus der Schule weg. Ja, läufst dem Heiligen Geist weg. Ja, du hast freien Willen. Die Geister sind mir untertan, auch der Heilige Geist, auch das, was Gott gefügt hat. Ich kann meinen Weg gehen, aber ich bleibe dann doof. Entschuldigung, ich bleibe doof. Lerne nichts für mein Leben, ich entwickle mich nicht, ich wachse nicht geistlich, ich erreiche mein Ziel nicht, ich komme nicht zu dem, was Gott mich aus meinem Leben machen wollte. Wie oft wäre ich aus der Christenheit weggelaufen? Ich hätte im Atheismus viel mehr Freude gehabt, verstehst du, in der Welt draußen. Da hätte ich mein Leben genießen können und nach mir dann die Sintflut. Aber nein, Gott hat mich gehalten, die Liebe Gottes hat mich gehalten, auch zusammen zu bleiben bei den Leuten und zu lernen, hinzunehmen, zu schlucken. Ich musste sogar manchmal Steine schlucken. Glaub mir das. Geistlich gesprochen. Ja, wenn du nicht in der Lehre Gottes bleibst, kannst Jesus dich nicht gebrauchen. Und das war für mich so groß. Herr, ich möchte gebräuchlich sein von dir. Ja, wenn ich die Spannungen nicht ertrage, diese Spannungen jetzt nicht ertrage, wie soll ich dann die ewigen Spannungen ertragen? Nur in der Gemeinschaft, miteinander, egal was, in der Stadt, im Dorf, im Kiez, in der Familie, da bleiben wir reif oder reifen wir und ergänzen und stützen uns gegenseitig. So meistens ist der
den du nicht magst, deine wahre Hilfe und deine Kraft und von Gott geschickt, diese unerwünschten Kinder. Ich habe eins in meinem Leben entdeckt, diese unerwünschten Kinder, vielleicht meistens das dritte Kind, in vielen Ehen ist das dritte Kind, ist ein unerwünschtes, abgelehntes Kind, da muss die Mutter jetzt arbeiten, verstehst du, ihre Karriere ist kaputt, dieses ungewollte Kind. Aber gerade habe ich in meiner Seele so erlebt, dass gerade diese unerwünschten Kinder die größten Stützen für die Mütter nachher waren. Ohne die wären sie gar nicht am Leben geblieben. Die haben die Mutter sogar noch beerdigt, die haben sogar noch denen gedient, sogar alles Mögliche zur Verfügung gestellt. Ungewollte, unerwünschte Kinder, abgelehnte Kinder sind oft für die Familie der größte Segen. Ja, das ist so. Sieh, Josef war nicht erwünscht von seinen Brüdern. Und was war? Er hat die ganze Familie gerettet vor dem Hungerstod. Oder David wurde gar nicht mal eingeladen zu der Zeremonie, da dieser Salbung. Und er war der König nachher von ganz Jerusalem. Aus ihm kam ja das Königtum. Wir sind da, um miteinander auszukommen, einander zu helfen, einander zu dienen, einander zu ermutigen, einander aufzubauen, einander zu trösten. Das sind wir. Arbeiten mit Gott zusammen. Und wir sollen einander vergeben, wie Gott uns einen vergibt. Manchmal denke ich, lieber Gott, wie konnte es, das ist ein Mörder gewesen. Und du hast den Mörder vergeben. Und ich muss einen Mörder annehmen, einen Terroristen muss ich annehmen. Ich habe diese Leute in meiner Gemeinde x-mal gehabt, Terroristen, die den Anschlag in Wien da gemacht haben. Oder hier Mörder, die Menschenleben auf ihr Gewissen haben. Die waren in meiner Gemeinde, die habe ich getauft und so weiter. Wahre Christen zeichnen sich durch Vergebung aus. Wir haben das Amt der Vergebung, Johannes Kapitel 20, Vers 23, deshalb habe ich den Heiligen Geist auch bekommen. Empfangt den Heiligen Geist. Und wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergibt, dem bleibt sie auch. Ja, arbeite mit Gott zusammen, tu das, was Gott tut. Und find heraus, ist das der Weg Gottes, den er hier geht? Wir arbeiten vorbereitete Werke noch ganz schnell, die Zeit läuft mir davon. Wir arbeiten vorbereitete Werke, die sind schon alle fix und fertig. Wir müssen nur nacharbeiten, nachlesen. Epheser Kapitel 2, Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Was du, was ich, was wir alles miteinander sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus geschaffen und dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun wollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete herauszuführen oder auszuführen, das Vorbereiten, was Gott schon gearbeitet hat. Und deshalb ist es, arbeite mit Gott zusammen, finde heraus, was hat der liebe Gott hier in dieser Situation getan? Wie weit ist er gekommen? Und was muss ich jetzt noch hinzufügen, dass es getan wird? Wir bezeugen, der Heilige Geist überzeugt. Gott gibt, damit wir geben können. Nicht alle können geben, aber wer kann, der sollte geben. Wir müssen uns nicht übernehmen oder verausgaben. Wer Gott dient, das war im Alten Testament natürlich, der darf nicht schwitzen. Verstehst du? Ein Priester durfte nicht schwitzen, der durfte nicht schwitzen. Und wenn du noch schwitzt und denkst, ich muss leisten, ich muss mich anstrengen, ich muss lieben, ich muss vergeben, ich muss tragen, vergiss es, dann bist du noch nicht auf der richtigen Wellenlänge. Hesekiel Kapitel 44, Vers 18, sie sollen einen Kopfbund sogar tragen, die sollen noch so bepackt sein, verstehst du, diese Priesterleute aus Leinen und auf ihrem Haupt und leinene Hosen auf ihren Hüften tragen und sie sollen nicht durch so gürten, dass sie schwitzt. Du musst dich nicht so anstrengen, dass du so schwitzt. Weißt du, der Glaube an Jesus Christus ist simpel und sehr einfach. Dass sogar Narren sich nicht täuschen können. Wer mit Gott zusammenarbeitet, der gürtet sich nicht eng, der schnallt sich nicht ein und geißelt sich nicht. Und ja, er soll nicht ausdünsten, sein Körper, damit sein Körper funktioniert. Wer Gott dient, er macht nichts von sich aus, sondern das, was Gott schon bereits getan hat, was geschehen ist. Er ist das, was er ist, was er wirklich war, wozu er in diese Welt gekommen ist. Er versucht nicht, ein anderes Selbst zu werden, ein anderes Ich zu werden, jemand anderen zu kopieren. Er tut nur die aufgetragene Arbeit, die schon vorbereitete Arbeit. Er tut sie aus Liebe zu Jesus ganz schnell noch, um Jesu willen. Es ist so wichtig, dass wir aus Liebe zu Jesus tun. Was wir tun, sollen wir alles aus Liebe zu Jesus tun oder bleiben lassen. Denn das ist dann für die Katz. Wenn es nicht aus Liebe zu Jesus ist, ist es verloren, verschwendet. Das Gesetz der Liebe bestimmt die Handlungen eines wahren Jüngers Jesu. So mit Gott zusammenarbeiten heißt, nach der Vollkommenheit streben, nach dem Licht streben, nach höher zu werden und so weiter. In Hebräer Kapitel 6, Vers 1 heißt, darum wollen wir beiseite lassen,
vergessen alles andere, was man zuerst von Christus verkündigen muss und uns dem Vollkommenen zuwenden. Wir sollen nicht noch einmal den Grund legen mit Abkehr von toten Werken, mit Buße und Taufe und was weiß ich alles und so weiter. Das können wir tun, wenn wir später kommen, wenn es doch Zeit ist. Aber was, diese Anfangsbuchstaben, das ist jetzt zu Ende. Wenn du mit Jesus gehst, mit Jesus arbeiten möchtest, dann musst du das alles vergessen. Erstmal, das ist das, wir gehen weiter. Gott geht weiter. Wenn wir uns noch mit Lehren beschäftigen, dann leben wir noch in der Vergangenheit, Geschwister. Mit Gott zusammenarbeiten heißt für mich persönlich, für mich jetzt, immer weitermachen. Fortsetzung folgt. Was ist als nächstes jetzt, Herr? Wie geht es jetzt weiter? Nicht stehen bleiben. Ja, wenn du richtig joggst und richtig joggen gelernt hast, kommst du an der Ampel, da ist rot, da joggst du weiter an der Ampel im Stehen, verstehst auf der Stelle. Wenn du stehen bleibst, da verkrampft sich alles wieder, kannst wieder von vorne anfangen. Selbst weitermachen, wenn es schwierig wird. Gott dienen, ohne zu klagen und zu murren, ohne zu jammern, zu trauern oder zu wehklagen, das ist mir zu schwer. Einfach Gott dienen, verstehst du, in welcher Situation auch immer. Wir sind nicht zum Richten bestimmt. Aber das ist unsere innere Veranlagung. Wir werden eines Tages richten. Wir werden Könige und Priester sein. Das ist unsere Veranlagung. Und der Teufel nützt es. Schau, die hat doch einen Fehler. Guck mal, was bei der ist. Guck mal, wie es bei ihr aussieht oder bei ihm aussieht. Gott will, dass wir ihm das Richten überlassen. Denn wir lernen, wie man sich richtig ausbildet oder wie man sich richtig benimmt und so weiter. Wir lernen diese göttliche Veranlagung, was in uns hineingelegt ist, wir verwirklichen das, wir müssen uns damit einüben eines Tages. Hebräer Kapitel 2, Vers 5, wir werden Engel richten, stell dir so was vor. Gott will, dass wir über uns selbst hinauswachsen, dass wir in die Zukunft hineinleben, die Vergangenheit abschließen, wir beschäftigen uns nicht mehr mit den toten Werken. Das darf es nicht mehr, rauchen darf es nicht mehr, saufen darf es nicht mehr, dies darf es nicht mehr, jenes darf es nicht mehr, dies. Ja, wir leben im Gesetz des Neuen Testaments. Wir leben nach dem Geist, wie der Geist uns leitet. Und Gott will uns weiterführen. Und Gott will uns weiterführen. Wir sollen mit Gott zusammenarbeiten. Das ist die Grundlage des neutestamentlichen Glaubens. Amen. Ist die Natur, um Gottes zu verstehen, Schritt für Schritt, Glaubensschritte tun. Einfach im Gleichschritt mit dem Herrn gehen, im Takt Gottes, wie Gott. Gott gibt diesen Takt, verstehst du? Nicht kein Mensch, keine Organisation. Keine Kirche gibt den Takt, Gott gibt den Takt vor. Mit Gott zusammenarbeiten ist, erwachsen zu werden, mündig zu werden, reif zu werden, gläubig zu werden, Verantwortung zu übernehmen in seinem persönlichen Leben, in seiner Familie, wo auch immer. Das Reich Gottes, ja, wenn wir ins Reich Gottes eintreten wollen, müssen wir reif werden, geistlich reif werden, nicht nur Frömmelei. Weißt du, so viele sind nur Frömmler. Ja, sie versuchen sich irgendwie was vorzumachen, aber der Herr prüft Herz und Nieren, der Herr prüft die Seele und der Herr will zuverlässige Mitarbeiter haben. Und das eine, was er sucht, ist Treue. Ob groß oder klein, egal, wenn es Drecksarbeit ist, Gott will die Treue sehen. In dieser Arbeit, was du tust, ob das treu ist, er bringt uns einen, ja, in einem Zustand, dass wir hier Gottes Waffenarsenal anlegen können, dass wir Gottes Schätze anziehen können, dass wir Gott dienen können. Ja? Trachte nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen, was du für die Ewigkeit brauchst. Trenn dich von diesen ganzen Nebensächlichkeiten. Ja, das Leben geht weiter. Unser modernes Leben ist stark von Irrtümern verflochten oder mit Irrtümern verflochten. Erkennt man nicht sofort, was richtig und was falsch ist. Man kann in Zungen babbeln, man kann im Geist beten, verstehst du? Man kann still sein, man kann alles sein. Was ist richtig? Was will Gott? Was will er? Weißt du, wir sollen nicht unsere Zeit verplempern mit unwichtigen Dingen, spielen vom Fernseher oder am Computer, nur Nachrichten, was ist die nächste Nachricht, was kommt als nächstes. Wir verspielen die Ewigkeit. Das ist nicht mitarbeiten für den Herrn, mit sinnlosen Diskussionen, Altweiberfabeln, Haarspalterei, falscher Heiligkeit. Das ist Spinnerei. Arbeite mit Gott zusammen. Steig aus dem Hamsterrad raus, in das der Teufel dich reingesteckt hat. Gott will, dass wir neue Wege gehen. Er will dich verändern. Dass wir ungläubige, geistlose Gewohnheiten ablegen, uns davon befreien. Gott will, dass wir über die Sünde herrschen, die vor der Tür liegt. Was kann das sein? Neid, Eifersucht, Bitterkeit, Groll, Habgier, Habsucht. Verstehst du, das sind diese Dinge, die wir ablegen sollen. Das ist, wo ich arbeiten muss, an mir selbst. Das ist die Hauptarbeit, die Hauptaufgabe, zuerst einmal, ja, Mitarbeiter Gottes zu sein,
an meinem eigenen privaten Leben, diese innere Unruhe, die Übertreibungen, alles abzulegen. Arbeite mit Gott zusammen. Dann wirst du die Werke des Fleisches nicht mehr vollbringen, was es auch immer ist. Du wirst Nein sagen können, du wirst Ja sagen können, du wirst den Willen Gottes tun können. Ja, was der Heilige Geist sagt. Herr, lieber Vater, ich danke dir. Es ist gut, dass wir dich haben, dass wir mit dir, mit deiner Hilfe rechnen dürfen. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass wir mit dir zusammenarbeiten dürfen. Ja, und ich sage hier mit dieser Dichterin, die das Lied geschrieben hat, ich brauche dich alle Zeit, du gnadenreicher Herr. Dein Name ist mein Hort, dein Blut mein Freudenmeer. Ich brauche dich. Oh, ich brauche dich, Jesus. Ja, ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. Herr, segne mich. Halleluja. Gott muss uns segnen, Gott muss uns beistehen. Ich brauche dich alle Zeit. Oh, Jesus, steh mir bei, dass ich bis in den Tod, dir bleibe stets getreu. Ich brauche dich alle Zeit, in Freude wie im Leid. Du bist mein Sonn und Schild, jetzt und in Ewigkeit. Ich brauche dich alle Zeit. Ich führe mich nur, wie du willst. Ich harre auf dein Wort, bis du es ganz erfüllst. Ich brauche dich alle Zeit, Herr Jesus, Gottes Sohn. Ich ererbe mit dir einst des ewigen Lebenskrone. Ich brauche dich, ja, ich brauche dich. Jesus, wir brauchen dich. Segne jetzt all die, die dein Wort gehört und verstanden haben, Herr Jesus, und verschließe denen, die es nicht verstanden haben. In Jesu Namen. Amen. Amen.